Herzlich willkommen in Konstanz, der Stadt zwischen Wasser und Land, zwischen Deutschland und Schweiz, zwischen Ebene und Alpen. Und herzlich willkommen an der HTWG in Konstanz. Die HTWG steht für Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung. Es ist die Hochschule im Paradies. Ey, ey, Josef, jetzt ernsthaft? Ja, ich dachte, das wollten wir hier groß hochziehen. Nein, das ist kein Blockbuster, Mann, das ist eine Campus-Tour. Ja, sorry, wir müssen dann was Großes machen. Nein. Viel zeigen. Jetzt mach echt mal Halbbein, ne? Wir machen das jetzt nochmal von vorne. Wir wollen zeigen, dass wir geil sind. Nein, komm, runterkommen. Okay. Ganz entspannt, ruhig, nüchtern, ne? Sachlich. Die sollen hier was lernen. Ne? Ja, okay. Das ist eine Hochschule. Ja, hier wird hochgeschult. Ja, dann machen wir es halt langweilig. Okay. In diesem kurzen Video möchte ich euch die wichtigsten Fixpunkte auf unserem Campus zeigen, damit ihr auch direkt loslegen könnt. Jetzt gerade befinde ich mich auf dem Gebäude A, das Hauptgebäude. Hier beginnt typischerweise der erste Tag des HTWG-Studiums mit der Erstsemestereinführung in der Aula. Im A-Gebäude sitzt auch die Verwaltung der Hochschule. Außerdem findet ihr hier auch die Ansprechpartnerin der zentralen Studienberatung und des Studiensekretariats. Der Campus der HTWG beherbergt viele weitere Gebäude von A bis P. Außerdem liegt etwas abseits in der Nebenstraße das Gebäude U. Da der Lebenszyklus der Studierenden typischerweise nur aus drei Teilen besteht, Lernen, Essen und Entspannen, beschränken wir uns aber auf diese drei Komponenten des Campus. Die BIP ist der Lieblingslernort für viele Studierende hier. Es gibt hier Literatur in gedruckter Version und online als E-Books zum Herunterladen. Außerdem bieten sich viele Lernplätze und einige Computerarbeitsplätze an, um in angenehmer Atmosphäre Stoff aufzunehmen, manche sogar mit Blick aufs Wasser. Informationen zum aktuellen BIP-Betrieb findet ihr hier. Im Eingangsbereich befinden sich Automaten zum Validieren und Aufladen der ZAK-Karte. Das ist unser Studierendenausweis, den braucht man, um sich in der Mensa zu stärken. Und da gehen wir jetzt hin. In der ersten Etage findet die Essensausgabe statt. Allerdings kann man sich für den Hunger to go auch an der Snackauswahl in der Cafeteria im Erdgeschoss bedienen. Die Mensa wird von unserem Studierendenwerk Seezeit betrieben, das in Konstanz unter anderem auch mehrere Studierendenwohnheime und viele weitere Services anbietet. Der wichtige Ausgleich zum Studium kommt mal zu kurz, kann in Konstanz aber auch ziemlich schnell mal zu lang kommen. Auf dem Campus selbst laden insbesondere zwei Spots zum Entspannen ein. Zuerst einmal das Café Endlicht. Das wurde vom Asta gegründet, dessen Büro gleich nebenan ist. Das Endlicht wird von Studis betrieben und lädt in gemütlicher Atmosphäre zum Kaffee und Kopffreikriegen ein. Wie gesagt, findet ihr gleich neben dem Endlicht das Büro des Astas. Der Astas ist der allgemeine Studierendenausschuss, zu dem ich auch gehöre. Wir kümmern uns um eure Anliegen und gestalten mit euch das Leben auf dem Campus. Dazu gehört zum Beispiel das HTWG Sommerfest, das Glühwein-Opening oder die Erstsemestereinführung, die ihr gerade seht. Die zweite Möglichkeit zur Entspannung findet ihr im Sommer in der Strandbar direkt neben der Mensa. Ohne Frage bietet Konstanz aber noch viel mehr Plätze, um das Studierendenleben zu genießen. Und mit 80.000 Einwohnern ist Konstanz sogar so beschaulich, dass man in praktisch 20 Minuten jede Ecke der Stadt mit dem Fahrrad erreichen kann. Also, 0 Minuten bis zum Seerhein, 2 Minuten bis zum Heroseepark direkt gegenüber, 3 Minuten bis zum Schänzle, 5 Minuten bis zum Stadtgarten am Konstanzer Hafen, 10 Minuten bis zum Seeburgpark in der Schweiz, oder 12 Minuten bis zum Hörnle und auch in 12 Minuten bis zum Bismarckturm. Kurz, hier lässt es sich leben. In diesem Sinne, genießt Konstanz, genießt die HTWG und genießt euer Studium.